Und herzlich willkommen zu Rollschuh Girls. Heute habe ich ein neues Video für euch und zwar eine Zimmerroomtour. Und hier stehen wir schon vor meiner Tür, dann gehen wir jetzt auch mal rein. Also, wenn man schon reinkommt, sieht man mein Sofa. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir im Uhrzeigersinn das Ganze durchgehen, damit das nicht alles so durcheinander ist. Jetzt fange ich bei meiner Tür an. Hier sind Bademäntel, ein paar Jacken. Und meine Tasche anhängen. Und hier ist noch mein Wäschekorb. Also, das ist mein Schreibtisch. Da oben habe ich so ein bisschen Deko und eine Uhr. Das ist meine Pinnwand. Da habe ich Fotos und sowas. Hier ist so Bürozeug drinnen. Und hier ist meine tolle Unterlage. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, von wo das ist. Dann habe ich hier mein Schlampermäppchen, eine Duftkerze, Wachsmaler, meine Bücher, die ich im Moment lese. Und hier so ein bisschen Bastelsachen, Foto und ja. Dann gehen wir auch schon zu meiner Schublade. Da drinnen das sind alle meine Sticker. Und hier sind alles meine Spitzer. Da sind Post-its und sowas halt zum Draufschreiben. Hier sind Kleber und Stifte, habe ich da extra nochmal hingeschrieben. Und da sind meine Scheren. Ich habe da jetzt dazu die Gepäcks hingetan. Und hier sind meine Washi-Tapes und meine Dings halt. Wie heißen die? Ach, da. Und hier ist halt mein Stuhl. Dann gehen wir hier weiter. Dann habe ich hier noch eine Schublade mit Radiergummis. Und ein paar Stifte. Hallo. Hallo. Ich wollte mal Hallo sagen. Und ja. Hier habe ich so ein paar Schulsachen und mein Schulranzen. Dann geht es weiter zu dieser Ecke. Hier habe ich ein paar Spiele drinnen. Und da oben ist halt so Climatic Zentrum. Ja, alle Spiele hier. Und hier sind meine Taschen. Und da unten auch noch Spiele. Dann hängt hier meine Gitarre. Und dann habe ich hier mein Bücherregal und hier noch eine Bastelkiste. Und ja, da habe ich hier meinen schönen Fernsehen und da kann man halt vom Sofa aus gucken. Und da oben ist halt noch so ein Regal mit so Kleinigkeiten. Dann habe ich hier meine Fotowand, also so meine Klebewand. Ich habe die Fotos umgedreht, weil ich da eine Freundin drauf habe und die darf ja nicht aufs Video. Und da habe ich hier so ein schönes Bild von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Hier hatte ich an meinem Geburtstag Topmodel gefeiert, ein Topmodel Geburtstag. Dann haben wir am Ende so ein Foto gemacht von jedem. Und da war ich bei Legoland, da habe ich mir so eine Platte zum Anhängen gebastelt. Und halt noch so ein Babybild, wo meine Hände abgedruckt wurden. Und da ist so ein Teller mit einem Einhorn drauf, das fand ich total schön. Und hier ist meine LED-Box. Dann habe ich hier noch so eine Pinata. Und dann habe ich hier so eine kleine Lego-Friends-Stadt. Und ja, dann hier mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer, mein Sofa. Ja, Wohnzimmer. Und dann geht's weiter zu meiner sozusagen Ecke, so zum Schminken oder eigentlich schminke ich mich nicht, ich habe auch keinen. Also hier sind einmal Parfüms drinnen, hier ist so eine Lichterkette, Armbänder und so. Dann sind hier noch mehr Armbänder da drin, auch Ketten, das ist so viel. Da habe ich hier so eine Balea-Creme und dann hier noch so ein Spray. Dann ist das so ein Koffer, zum Beispiel so
Das hier, das hatte ich mal nur benutzt, hatte ich mal von meiner Mutter ausgeliehen bekommen, weil wir zu einer Hochzeit gefahren sind, deshalb. Und hier habe ich so ein Spray, wenn es stinkt. Und hier drin sind halt die Ketten und so. Und noch so eine Creme und ein Parfüm. Hier ist meine Strähne. Und dann geht es weiter zu meinem Bett. Und wer das kennt, schreibt mir auch in die Kommentare. Und ja, das ist halt mein Bett. Mit so einer Tagesdecke noch. Hier so ein Kissen. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Kommode oder sowas. Da habe ich meinen CD-Player stehen, CDs und zwei Batterien. Da habe ich hier meine richtige Kommode. So eine Eulenlampe. Die leuchtet so. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Dann habe ich hier noch halt so meine Kommode. Das sind noch ein paar Bücher. Da unten auch noch so Pixie-Bücher. Dann kommen wir auch schon zu meiner Playmobil-Ecke. Und hier, also, ich mag richtig dolle Playmobil. Und das ist halt so eine so große Ecke, einfach Krankenhaus, Schwimmbad, Zoo, Spielplatz, irgendein Park, ein Designerladen. Ich habe noch eine Person gefunden. Schule, Hochzeit und dann auch noch ein Haus. Und dann habe ich hier einmal meinen Schrank stehen. Da habe ich ein paar Topmodel-Kleber drauf gemacht. Und ja, so langsam verabschiede ich mich jetzt auch schon. Und ich gebe auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, damit ihr und aktiviert unsere Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Abonniert uns kostenlos. Dann würde ich auch schon sagen, tschüss!